Es liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe der Formel-1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. 15 Kurven bieten viele Überholmöglichkeiten und die zwei DRS-Zonen helfen dabei mit. Es könnte uns daher ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Bahrain hat uns in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass eine gute Strategie alleine nicht ausreicht. Du brauchst außerdem eine gute Rennleistung und natürlich Konstanz. Und etwas Glück, würde ich sagen. Das ist eine dieser Strecken, auf der die Safety-Car-Phase immer im richtigen Moment zu beginnen scheint, sodass sich das Feld zusammenschiebt und die Strategie über die Platzierung der Autos entscheidet. Die Bremsen werden enorm beansprucht. Du brauchst relativ viel Benzin und die beste Überholmöglichkeit bietet sich in Kurve 1, wo du deinen Gegner ausbremsen und dich auf ein Hickhack einlassen kannst. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Red Bull, Verstappen, Kimi Räikkönen und Rosberg. Bottas, Perez, Grosjean und Jensen Button. Hülkenberg, Sainz Junior, Fernando Alonso und Massa. Quert, Gutierrez, Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson. Nasser und Haryanto. Jolyon Palmer und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, Leute, und damit begrüße ich euch zum Rennen. Von Bahrain, Leute, zweites Rennen in unserer Karrieresaison. Das ist eine 4-Stop-Strategie. Wir nehmen auf jeden Fall die 3-Stop-Strategie, Leute. Gehen in die Anfangszone, Leute. Als Dritter werden wir starten. In Bahrain, Experte. Schwierigkeitsgrad Experte. Diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Ja, Leute, das wird übelst spannend. Hier in Bahrain. Ich bin mal gespannt, gerade auch wegen Safety Car. Wenn es kommen wird regnen, wird es wahrscheinlich hier in der Wüste eher nicht so. Aber wir haben ja schon alles irgendwie gehabt. Ja, dritter Platz, sollte das Qualifying lief relativ gut. Und ja, Bahrain, da kann man schon sagen, das ist die Reifen wirklich weg, die Strecke. Um dieses Rennen hier durchzustehen, muss man eine 3-Stop-Strategie machen. Beziehungsweise eine 4-Stop-Strategie. Ich habe jetzt erstmal die 3-Stop-Strategie genommen. Je nachdem, wie es dann wird. Was Safety Car angeht, was Unfall angeht, müssen wir dann entscheiden, vielleicht schon früher reinkommen, wie auch immer, Leute. Ich guck mal eben wegen den Reifen. Ja, die sind eigentlich genau perfekt. Bremsen sind auch sehr, sehr gut. Ich werde lieber noch mal machen. Ja, die Bremsen nochmal schön aufwärmen. Dann heißt es wieder warten, Leute. Bis alle stehen. Max Verstappen startet von der vierten Position. Hamilton ist von 1. Nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Vettel von 2.
4 von 3, Verstappen von 4, Räikkönen 5, Rosberg 6, 7 Bottas, 8 Perez. Rosberg startet nur als Sechster. Und jetzt heißt es, los geht's hier in Bahrain. Der große Preis von Sakir beginnt jetzt. In wenigen Sekunden die Ampel geht an. Mal sehen, welcher Platz, Leute. Experte, 29 Runden. 29 Runden Rennen hat begonnen. Der Start von mir war relativ okay. Jetzt heißt es, es langsam angehen zu lassen. Keine Crash riskieren. Alles okay, alles im grünen Bereich. Verstappen hat uns überholt und jetzt gibt es einen Kontakt mit Verstappen. Das kann jetzt nicht sein. Leute, ab jetzt mache ich keine Rückblenden mehr, aber das war gerade richtig dumm von mir. Oh, 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 Leute. Verstappen gegen uns und da vorne Vettel gegen Hamilton. Werd gleich mal versuchen, mit Windschatten vielleicht an einen der beiden vorbeizugehen. Ja, das wird Räikkönen jetzt wahrscheinlich bei uns versuchen. Dann sollen wir eigentlich in die Box. Ich guck mal kurz, kann man das irgendwo probieren? Nee, erstmal nicht. Doch, hier kann man. Oh, jetzt hier nicht mit Verstappen kollidieren. Gehen an Verstappen vorbei. Boxenstopp, Fenster. 15 bis 17 Runde, okay. Oh, nehmen hier zwei Positionen auf einmal mit. Nach Runde 1, jetzt mal hinterher melden. Okay. Ja, Leute, man sieht, die Reifen sind schon auf 25%. Also wie gesagt, Leute, also hier Bahrain verschluckt ja wirklich hier die Reifen. Guckt das euch mal an, wie schnell das geht, das ist Wahnsinn. Wie heftig der Reifenverschleiß ist, deswegen, dass wir... Ja, ich weiß es nicht, Leute, vielleicht fahren wir auch schon früher rein. Jetzt wird Kettle mit einem Angriff vielleicht kommen. Wir werden in diesem Rennen sehr oft in die Box fahren müssen. Ja. Leute, sehr gut. So macht es auch Spaß, hier ein bisschen zu kämpfen. Hier auch. Oder direkt hinterher mit jetzt hier. Ah, zu weit über die Kurve, das tut den Reifen nicht gut. Zum ersten Mal DRS hier in Bahrain. Ah, da kommen wir nicht vorbei.
muss nicht versuchen, jetzt hier dran zu bleiben und dann an, auf der Start- und Zielgerade. Und dann muss das starten. Wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen gar keinen Fehler machen. Es gibt noch einen Vettel, der eine Chance hat, einen Hamilton, wenn wir ihn jetzt überholen. Rosberg und Verstappen. Wir können alle gewinnen, Leute. Wir natürlich auch. Aber und jetzt will ich mal versuchen, Leute. Ah. Können sogar so vorbeigehen, haben sogar noch DRS. Ja, da sind noch zwei Leute, da sind wir locker vorbei. Das ist auch was, na, Hamilton nicht langsam ist. Das ist super. So 38%, okay. Mehr als 50% will ich die Reifen nicht aufrollen. Ich denke mal, wir fahren eine Runde 5 oder 6 in die Box, weil mehr als 60% nicht, oder wie wir bekommen. 50. Bin mir noch nicht so ganz sicher, Leute. Bis 7 ist Boxen. Oh, jetzt greift der Handy schon an. Oh, Leute. Da wollen wir gleich in der Runde schon rein. Jetzt ist Hamilton neben uns. Kein Kontakt, aber sehr knapp. Hamilton hat DRS. Jetzt mit Runde, ja, es wird dunkel hier in Bahrain. Ist ja auch hauptsächlich im Nachtrennen. Aber bisher noch keine Safety Car Phase oder irgendwas, keine virtuelle Safety Car Phase, gar nichts von dem allen. Bisher passt alles perfekt. Ja, Leute, wir fahren in Runde 46 rein. 6 rein. Zu Gutierrez. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und macht deshalb langsamer. Oh, Esteban Gutierrez hat Probleme mit seinem Auto. Das ist jetzt sehr interessant. Und dann auch schon den ersten Zwischenfall in diesem Rennen. Esteban Gutierrez hat ein Problem mit seinem Auto. Ist zwar noch im Rennen. Ja, man sieht es auch, Leute, auf der Karte. Das ist der, der langsam ist. Wo hält der an? Der ist sehr, sehr langsam. Ich glaube, der hat Motorschaden oder sowas, Leute. Das ist natürlich die Frage, jetzt ist der Safety Car Phase oder nicht. Oh, Leute, der ist sehr langsam. Oh, 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 Leute. Ja, Leute, es kann, wie gesagt, wirklich jede Sekunde auch was bei uns passieren. Esteban Gutierrez hat sich jetzt diesmal hier getroffen in Runde 5. Ich war nächste Runde. Esteban Gutierrez hat sich getroffen. Er ist langsam unterwegs, man sieht es auf der Minikarte. Ich fahre noch nicht in die Box, Leute. Wir fahren diese Runde in die Box. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Und kann man auch Mediums fahren, also Mediums fahren eigentlich, oder? Wir könnten es natürlich auch so machen, Leute, dass wir jetzt dann mit Mediums fahren. Dann boah, machen wir da. Aber ohne zu soft. Ohne zu soft. Oh, Hamilton bleibt drauf dran. Der kommt und wir kommen nicht von ihm weg. Und jetzt gleich mit
Charaktere ist vor uns. Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Oh Leute, das ist jetzt interessant. Virtuelle Safety Car, Leute, da haben wir schon das erste Safety Car. Naja, uns stürzt aber nicht, da wir ja in die Box fahren. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Okay, da haben wir jetzt nochmal ein bisschen Zeit gut gemacht. Okay, Leute, also. Fertig, los jetzt. Ein paar Informationen zu Paris. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Was? Schon wieder einer? Ich glaub's nicht. Ey, diese Boxen sind noch länger raus. Okay, dir bleiben noch zwei Boxenstops. Zwei weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Okay, also das ist jetzt sehr interessant. Oh ja, das ist jetzt sehr interessant, oder? Also wir hatten, wenn ich das jetzt mal eben so sage, wir hatten jetzt schon den einen Zwischenfall, also es war ja jetzt so fünfte Runde, sind wir gefahren, dann hatten wir den, und dann kam es ja dazu, dass Gutierrez langsamer wurde, dann war virtuelles Safety Car. Also eine Art Code 60 oder Code 150 oder so. Virtuelle Safety Car. Und ja, jetzt wird Sergio Perez auch langsamer. Aber es konnte ich jetzt wahrscheinlich wieder fahren. Weil ich nicht sehe, jetzt auch keiner auf der Karte, der langsam ist. Wichtig ist, dass wir vor Hamilton sind. Der kämpft da auf jeden Fall gerade. Also nicht so Massa. Wir können jetzt mal auf Fett stellen. Teamkollege, okay. Max Verstappen ist in der Boxengasse. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,7 Sekunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,1 Sekunden. Einige Minuten der vor uns. Ich hab Platz für ihn. Ah, er war noch nicht in der Box. Das darf man nicht vergessen. So, wir werden jetzt mit Rennschatten vorbeigehen. Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2 runter. Vor uns ist Carlos Sainz. Davor ist dann, keine Ahnung, ich denke mal Rosberg, oder? Rosberg oder Vettel, ich bin mir nicht sicher. Werden wir gleich sehen, wenn wir Sainz überholen. Oder am Scuderia Toro Rosso fahren wir jetzt hier schön vorbei. Ray Queen ist erst okay, das hätte ich gar nicht erwartet, würde das Ray Queen erst ist auch okay. Der wird wahrscheinlich, nee, der, mit welchen Reifen ist der denn gestartet? Softs? Ja, muss der aber spätestens die Runde eigentlich rein, oder nicht? Okay, Abstand zum Teamkollegen 17,3 Sekunden. Ja, ich frag was und die Fahrer des Rennens sind Räikkönen und Verstappen. Ja,
Das sind unsere heutigen Konkurrenten, Räikkönen und Verstappen. So, deine Reifen sollten noch eine Weile durchhalten. Sei nur vorsichtig in den schnellen Kurven. Die Reifenverschleißraten sind niedriger als erwartet. Reifen und Bremsen sind zu heiß. Bitte etwas langsamer in den nächsten paar Kurven. Reifen und Bremsen sind zu heiß. Oh Leute, da vorne irgendwo ist Räikkönen. So, ein Drittel des Rennens haben wir gleich. Aber wir haben bisher zum Glück keine Safety-Car-Fahrt oder sowas. Müssen wir nochmal an die Box. 15 und 17, ich hab mal das gefallen. Ja, müssen wir schaffen. Sind natürlich jetzt Erster. Weil Räikkönen an die Box gefahren ist. Hamilton ist jetzt an Sainz vorbei. So Leute, sehr schön. Ah, das klappt doch schön. So, wenn ich jetzt mal auf die Zeiten gucke. Boah, sieht doch ganz gut aus, Leute. Hinter uns ist Hamilton, aber wir kommen einfach nicht von der Mitte weg, das ist das Problem. Hamilton kommt näher, glaube ich. Ich glaube, Hamilton kommt näher. Ja, bei uns Reifen haben wir auch schon da 25%. Wir könnten natürlich einen Undercut bei Hamilton versuchen, aber... Ah, ich weiß es nicht. Wenn die bis Runde 16 halten, naja, wenn wir mit denen bis Runde 17 fahren können, wenn wir das irgendwie schaffen, dann Leute, brauchen wir sogar nur zwei Stops und dann könnten wir mit Mediums noch zu Ende fahren. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube nicht, dass die Reifen so lange durchhalten. Bin mir nicht sicher, aber... Mal, wie lange kann Sainz mit den Reifen fahren? Das ist ja Wahnsinn. Ich hätte ja jetzt schon ewig mit den Reifen. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. Okay, Leute, müssen wir uns mal merken und dann gucken wir mal gleich, wie viele Sekunden es dann sind.
paar Vorsprung an uns Vorsprung holen oder verlieren. Zeit verlieren. Zu spät gebremst, aber noch okay. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 22,4 Sekunden. 22,4, okay. Ja, wir haben jetzt, sind jetzt 4,2, also wir haben 0,2 Sekunden. Jetzt gut gemacht gegen Hamilton. Ah, das hat den Reifen nicht gut getan. Die Reifen haben blockiert, ja, 37 Euro. Links 37, rechts 32. Und ich weiß nicht. Wir haben jetzt bisher einen Boxenstopp gemacht, dann fahren wir einfach von der 15 rein. Und holen uns dann nochmal Stopp. Für nochmal. Nee, Leute, wartet mal. Am besten ist, wir fahren in Runde 16 in die Box, genau in Runde 16. Fahren dann nochmal in Runde 23 in die Box und ist dann nochmal Spastoft. Und dann müsste das doch passen. Oder nicht? So, Leute, wartet mal. Jetzt passt alles, jetzt kann es weitergehen. Das Ladekabel ans Headset getan. Ah, das hat den. Er wird wieder schneller. Da glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Okay. Ja. Reiko fährt jetzt mit Mediums, das nutze ich auch. Oder Leute, wir fahren eine Runde. Nee, ich will jetzt nicht mit Mediums fahren, weil Mediums. Ja, ich glaube, wir machen das so. Es wird einfach in Runde 16 in die Box fahren. Oder wir fahren jetzt in Runde 15 rein. Fahren dann in Runde 23 nochmal rein und holen dann mal die Superstops. Ich glaube, so machen wir das, Leute. So machen wir das. Fahren dann jetzt in Runde 15 rein, dann in 23 und dann in 15. Hälfte des Rennens. Hammer. Leute, das Hälfte, die Hälfte des Rennens. Ist vorbei. Ups, die wollte ich auswählen. So, sehr gut.
Ja, Hamilton können wir wirklich trotzdem nicht wegfahren. Also hinter Hamilton ist eine riesen Lücke dann zu Raikön, aber bis dahin ist es übel schwer, da von Hamilton wegzukommen. Die Reifen, die werden immer schlechter. Oh, Bahrain frisst hier wirklich die Reifen, kann man schon sagen. Massen. Bahrain hat Hunger. Bahrain hat Hunger auf Reifen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Englisch gesprochen. Warum auch immer. Die Reifen. Nee. Ich hätte die Reifen. Oh nein, die haben jetzt. Ne? Ja. Kurz rechtzeitig hier bremsen. Oh, sehr gut, Leute. Okay, Hamilton geht vorbei. Die Frage stecken wir jetzt im Verkehr dann drin fest. Oder so Reifen im Korridor holen. Ah. Komm, schneller. Nein. Okay, egal, jetzt ist das verkehrt. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Das ist jetzt nicht so ganz geil. Oh, das Rossberg. Aber was mich wundert, Leute, bisher noch gar kein Frontflügel oder so kaputt gefahren. Bisher perfektes Rennen. Jetzt Verstappen hinter uns und vor uns Rossberg. Dann gucke ich mal eben auf. Liste plus 20 Wochen. Okay, kann man noch nicht machen. Und dann sollen wir Runde 23 bis 26 in die Box. Fahren wir wie gesagt in 123 in die Box. Und dann holen wir uns nochmal die. Ja, oder 24 und holen dann nochmal die Wasser. So war jetzt mein Plan. Also vielleicht auch in Runde 24. Müssen wir mal gucken. Es läuft. Auf jeden Fall Rosberg und Verstappen fahren mit. So, die müssen auf jeden Fall beide noch mindestens einmal in die Box. Wir waren ja jetzt schon zweimal, noch nicht. Oh, ich bin gleich wieder da. So Leute, bin wieder da. Sorry, aber mein Fernseher hätte sich sonst automatisch ausgeschaltet, deswegen muss ich hier den Fernseher holen. Und einmal okay, du Leute, und jetzt können wir wieder in Ruhe fahren. Und hinter Rosberg, okay, jetzt haben wir aber sehr, sehr, sehr gut. Abstand zum Führenden 15,7 Sekunden. Ja. Achso, weil Hamilton jetzt gerade wahrscheinlich erst rausgekommen ist. Oh Leute. 5 Sekunden. Dieses Tempo ist zu langsam. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:38,1. Okay Leute, jetzt hatten wir hier den ersten Zwischenfall bei uns. Rosberg vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:37,6. Boah, die Reifen sind ja schon fast wieder kaputt, ey. Mann, ey, das ist ja Wahnsinn. Konzentrieren, da hatten wir einen Fehler, Leute. Bin ich einmal aus dem Konzept gekommen und dann wusste ich gar nicht mehr, wo ich lang will, Leute. Aber jetzt klappt wieder alles. Kein DLF. Und Rosberg fährt in die Box. Gehen vorbei, Räke auf 1. Teamkollege ist in der Boxengasse.
Matthias, da muss jetzt wieder gleich in der Boxengasse. Räkel ist in der. Nicht in der Boxengasse, der fährt mit Mediums. Barbara ist ja erst einmal in die Box, also ich wollte auch nochmal einmal in die Box kommen. Hinter uns ist Vettel. Der muss auch nochmal in die Box, weil er Mediums hat. Auch wenn die am längsten halten, der hat jetzt auch schon bald 8, 9 Runden drauf, wenn nicht sogar noch länger. Und wahrscheinlich hinter Vettel dann Hamilton ist wahrscheinlich. Ja Leute, aber auch wenn wir jetzt wieder eine große Chance auf den Sieg haben, es ist viel spannender als wie in Melbourne, wo wir mit fast einer halben Minute ins Ziel gekommen sind, also Vorsprung. Ja, und das ist jetzt hier viel spannender, weil gerade sind es nur wenige Sekunden und wir sind jetzt weiter. Viel spannender, Leute. So Leute, zwei Rennhälften sind damit jetzt um und wir gehen in die letzten 11 Runden bzw. 10. Dritter ist ja auch, weil das Ziel war ja, Max Verstappen besiegen, Dritter oder besser im Rennen zu sein, Dritter oder besser in der Meisterschaft, das sollten wir schaffen. So. Wir haben noch keinen DRS bei Ray Cullen. Wahrscheinlich beim ersten. Oh! Lol. Haben wir jetzt einen Safety Car oder so? Weil der steht da ja jetzt. Jetzt haben wir vielleicht gleich einen Safety Car, das wäre geil. Lol. Valtteri Bottas ist außen in. Lol. Okay Leute, wir hatten die Sachen mit Gutierrez, dann hatten wir die Sachen mit Perez und jetzt schon wieder einer, Bottas, der ist jetzt sogar aus dem ganzen Rennen raus und jetzt bin ich mal gespannt. Und jetzt bin ich gespannt, ob... Na, welche Strategie denn? Bestätige. Nee. Und jetzt? Und jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich hier ganz ehrlich gespannt. Wo steht er denn? Da steht er. Eieiei, Leute. Aber warum gibt es denn kein Safety Car? Das finde ich ein bisschen blöd. Er ist doch aus dem Rennen raus. Gibt es denn kein Safety Car? Ich bin nicht Safety Car. Okay. Ja, bald Report ist jetzt gar nicht mehr da. Okay, Leute. Ja, ich weiß gar nicht. Kann es eigentlich sein, dass ein Safety Car in den Rennen eh nur einmal kommt. Also dass das irgendwie so ist, dass ein Safety Car gar nicht zweimal kommen kann. Ist das so? Ich bin mir nicht sicher, aber kann das sein? Kann sein, ich glaube irgendwie schon. Weil wir hatten ja nur diese halbe Runde Virtual Safety Car. Und eigentlich kommt ja, wenn so einer raus ist, dann immer das Safety Car. Ich weiß nicht. Okay, Leute. Egal. Ja, also Dings war ja nur das Problem mit Magnussen, dass er mit Magnussen nur raus aus dem Rennen wegen dem Unfall in Australien und hier in Bahrain hat es jetzt schon Gutierrez getroffen. Da hatten wir das virtuelle Safety Car. Dann hat Perez getroffen. Da hatten wir gar nichts. Und dann ist ja jetzt gerade hier weiter Bottas aus dem ganzen Rennen ausgeschieden. Hat sie nicht eine Probleme, das war wahrscheinlich ein Unfall.
drei Zwischenfälle jetzt hier schon. Die Frage ist natürlich, warum gab es kein Safety Car? Wirklich, Leute, wenn ihr es wisst, dann könnt ihr ja mal einen Kommentar schreiben, ob es so ist, dass das Safety Car oder das virtuelle Safety Car nur einmal kommt. Also das ist das. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Man kann nicht sagen Bug, aber dass es so ist, dass das Safety Car im Rennen nur einmal kommt, nicht zweimal oder so. Weil echt kann es natürlich passieren. Aber kann das wirklich hier so sein? Also übrigens mittlerweile erster Leute hinter uns, ganz knapp. Ich weiß ja nicht, wie viele Sekunden, wir müssen gleich mal gucken. Ein paar Informationen zu Hülkenberg. Was? Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Virtuelles Safety Car. Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Ja Leute, damit zum Thema, ist das virtuelle Safety Car oder das Safety Car kann nur einmal kommen. Damit zum Thema Leute, es kann doch mehrmals kommen, müsst ihr doch nicht in die Kommentare schreiben. Als ob Nico Hülkenberg ist in der gleichen Kurve rausgeflogen. Das glaubt, nein, als ob, dürfen wir ihn mit Füße überholen. Kehre zur Position zurück, was ist das denn? Oh Leute, das ist jetzt natürlich interessant. Die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Okay Leute, damit zum Thema, was ich gesagt habe mit, ja, das Safety Car kann einmal kommen, das nehme ich wieder zurück. Da steht jetzt auch Nico Hülkenberg. Hat man ihn noch ganz kurz gesehen. Ja Leute, also dieses Rennen ist ja mal wirklich der Hammer. Also das ist ja mal wirklich... Das ist heftig. Also ich kann das gerne nochmal wiederholen. Tiere. Virtuelle Safety Car. Perez gar nicht. Dann Bottas, dann Bottas war gar nichts. Bottas ist aus dem Rennen raus. Und jetzt noch Nico Hülkenberg. Da gab es ein virtuelles Safety Car, der ist auch aus dem Rennen raus. Also schon zwei virtuelle Safety Car Phasen. Vier Leute hatten jetzt schon vier Zwischenfälle hier in dem ganzen Rennen und wir waren nicht einmal irgendwo. Kein Schuld. Oh, das ist natürlich jetzt schon geil irgendwie. Aber ja. Ja Leute, was nochmal spannend wird, ist unser Rennen hier, denn das kann nochmal schön knapp werden. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Hier vorn ist, das nicht so schön ist. Wir werden auf jeden Fall diese Runde jetzt reinfahren. Sekunden. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 38,0. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 14,3 Sekunden. Okay, Leute, das ist hier wirklich sehr, sehr spannend nochmal bei uns. Zwischen Hamilton und mir wird es nochmal richtig spannend. Okay, wir fahren jetzt an die Box, er schreit uns hier schon richtig an. Fahren wir jetzt hier in die Box, dann bin ich gespannt, fährt er mit mir jetzt auch in die Box? Wie wird das jetzt hier sein? Fährt er in die Box, fährt er nicht in die Box? Wir fahren in die Box, er fährt nicht in die Box. Oh Leute, jetzt wird es mal richtig spannend. Jetzt,
ist die Frage. Fahr raus, fahr jetzt raus. Wie wird das denn ausgehen? Muss Hamilton noch mal in die Box oder nicht? Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Hinter uns. Dann drücken wir hier nochmal schön auf Fett und geben Gas. Wir versuchen nochmal ein bisschen was aufzuholen, Leute. Und mit frischen neuen Reifen. Ja, 20 Wagen sind noch im Rennen. Bottas und Hülkenberg sind ja raus. Nicht wegen uns. Darf man nicht vergessen, die sind da nicht dran schuld. Sehr schön, Leute. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Minus 5. Mann, als ob die jetzt wirklich nicht mehr in die Box fahren. Natürlich jetzt richtig gut, wenn Hamilton nicht mehr in die Box fahren würde oder im Rossberg. Ich weiß nicht. Oh Leute, ja. Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass wir die beiden hier vor uns, auch wenn wir nicht in die Box müssen, noch kriegen. Also Rossberg und Mireille können das ja dann, denke ich mal, nach vor Rossberg. Immer so nah dran. Ah, jetzt kann man hier viel zu weit raus. Glaub's nicht. Oh Mann, der Start ist hier gerade mächtig vorbei. 4,7 Sekunden. Ach, der ist jetzt mächtig vorbei an das Berg. Sehr schönes Überholmanöver, Leute, auf der Faden. Also, auch wenn Hamilton dann jetzt nicht mehr in die Box fährt, hoffe ich, dass wir noch irgendwie Ray können kriegen. Weil zweiter Platz ist ja dann noch okay, dann hat der Hamilton einfach eine bessere Strategie. Aber das gehört einfach mit zur Formel 1. Und beim zweiten Platz kann man ja nicht sauer sein, Leute. Man darf nicht mit dem Sport auf das Pferd. Und ja, ich glaube, mit dem zweiten Platz könnte ich da auf jeden Fall zufrieden sein. Zum Vordermann beträgt 1,1 Sekunden. Okay, Leute, komm. Ach, Räkeln hat nur Softs. Das heißt nur Softs, aber okay. Kriegen wir DRS? Nee, leider nicht, oder? Doch, wir kriegen DRS, sehr gut.
DRS, Leute. Komm, komm, komm. Wir haben eine neue schnellste Runde gefahren. 1:34.562. Jetzt heißt es ja, Mann, wir können vorbeizukommen. Vielleicht klappt es mit Windschatten. Sind in eine Bremsen uns rein, sind vorbei an Räikkönen. Zweiter Platz hier für uns. Haben die beiden Plätze wieder schön hergeholt. Wir haben aber auch die schnelleren Reifen. Müssen einfach nur noch gucken, dass wir die letzten 200 Pfund noch durchhalten. Frage ist einfach nur. Hamilton liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 15,0 Sekunden. Du nimmst ihnen pro Runde 2,5 Sekunden ab. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:37,1. Okay, ja, das hilft uns aber auch nicht mehr, Leute. Da hätten wir noch 5 Runden mehr gebraucht. Weil das so nicht reichen wird, der müsste nochmal eine Box raus. Dieses Mal kriegt er nicht mehr eine Box. Ich glaube, der Sieg gehört Hamilton, was aber verdient dann auch ist, würde ich sagen. Meiner Meinung nach. So, die letzten zwei Runden. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Jetzt nicht während der einen Runde noch mal in die Box kommt. Denke ich mal nicht. Das wäre jetzt mega geil, aber. Ich stecke zwar jetzt mit Papier, aber nee, da kommen wir nicht mehr ran, Leute. Da kommen wir nicht mehr ran. Ich gebe da mein Bestes an den Reifen. Durch die Reifen und sind auch weg. Sind auch kaputt. Bin müde. Ehrlich. Führt euch zusammen. Hinten 29 und 38%. Vorne. Links 43, rechts 36. Was? Ja, ich glaube, wir machen jetzt auf Malgang. So, einfach dafür, dass wir auch ankommen und nicht dann mit einem Sprit liegen bleiben. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir überhaupt ankommen. Dann können wir uns aber den ganzen anderen Kram. Okay, Leute, das letzte Runde des Rennens. Die letzte Runde des Rennens. Ja, da hat es auch mal gesagt, Leute, letzte Runde. Leute, die müssen wir noch irgendwie noch umgehen. Reifen sind fast bei 50%. Müssen wir schaffen, Leute. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. Benzin leuchtet rot. Okay. Aber Räikkönen, der holt irgendwie wieder auf, aber Leute, das ist die letzte Runde, sollte eigentlich nichts mehr jetzt passieren. Oh, die Benzinleuchte blinkt sogar rot, oh Mann, ich hab Angst. Das müssen wir dazu noch schaffen. Noch eine Kurve, Leute. Eine einzige Kurve ist es noch. Eine. Lewis Hamilton wird jetzt ins Ziel kommen. Herzlichen Glückwunsch an Lewis Hamilton zum Sieg und dir. Schalten jetzt hier nochmal schön auf Bett. Vorne zweiter ins Ziel. Schönes Rennen, Leute, auf Schwerde. Oh, die Silvesterknaller. Geil, Leute. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Sehr cooles, spannendes Rennen.
ganz ehrlich. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat den Rennen verpasst. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Ja, Leute, sie haben Scheiterplatz hier, für uns, alle spannendes Rennen. Und feiern einen Perez hatte Probleme, virtuelle Safety-Car, dann Perez hat ein Problem, gar nicht. Dann Bottas aus dem Rennen, gar nicht. Und dann jetzt, dann war Nico Hülkenberg. Da hatten wir dann nochmal eine virtuelle Safety-Car. Hier ist das Podium. Ja, das an sich waren wir mit Daniel Ricciardo ganz gut unterwegs. Hamilton war eigentlich auch so schnell. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Für mich war das Kevin Magnussen. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, da sehen wir es. Hülkenberg und Bottas ist raus, aber das ist momentan der Zwischenstand. Lewis Hamilton und ich, wir sind Punktegleichstand. Und was mich sehr wundert, Nico Rosberg ist nur auf dem 5. Platz. Aber Max Verstappen ist aber leider auch nur auf dem 8. Platz. Aber das kriegen wir auch noch hin, dass er auch ein bisschen besser wird. Ne, Leute? Ja, gucken wir nochmal. Wegen den Ressourcenpunkte. Punkten. Wie wir da abgeschnitten haben. Ah. Leute, das lief doch schon mal ganz nice. So, Rivalität, Leute. Schaffen wir es. Und? Nein! Ich glaub's nicht. Leute, einmal hätten wir einen Punkt mehr haben müssen. 29 von 30 zu 10 von 30. Okay, Leute, das ist doch nicht gut gelaufen. Da bleiben wir wahrscheinlich. Aber warum sind wir eigentlich immer noch zweiter Fahrer? Wann kommen wir denn mal erster Fahrer? So, jetzt kriegen wir die Karrierepunkte noch. Leute, und da haben wir insgesamt jetzt 9800. Und ja, Leute, da ist es nach hier in Bahrain auch jetzt hier bei unserem Managementhaus, sag ich mal, Leute. Hier blinken die Lichter. Die Fahrer unterhalten sich, Leute. Die Nacht im Hintergrund. Und ja, ich meine zu sagen können, dass ich sehr gut gefahren bin. Wir hatten jetzt leider ein bisschen Pech gehabt, aber letztendlich war es ja doch nochmal ein spannendes Rennen. Ansonsten würde ich auch sagen, Leute, sollte es gewesen sein mit der Folge von Let's Play Formel 1 2016 Karrieresaison mit Daniel Ricciardo im Red Bull. Wir hatten zwei virtuelle Safety Car Phasen. Also kann das Safety Car oder das virtuelle Safety Car doch zweimal in einem Rennen rauskommen. Wir haben es gesehen, auch wenn es immer nur so eine Runde ging. Es war ein spannendes Rennen, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Das war das zweite Rennen, insgesamt die 9. Folge und die 6. Folge hier von der Formel 1 2016 Karriere. Beim nächsten Mal geht's, ich glaube, nach China. Da sehen wir uns dann wieder. Danke schon, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin, ciao, ciao.